Shiver Games. June 6th, 1966. A senator's wife had a child. 6 years later, everyone around the boy started to die mysteriously. A detective was called to investigate the incidents. Slowly but surely, the curious case started to consume him. The deaths were surrounded with the paranormal and entangled with the supernatural. All the man could come up with was Senator Charles Wagner as the prime suspect, and only after witnessing him shooting his wife with a nail gun. In the end, only thing he pulled out from that burning Dante Manor was the child. My name is Detective MacGuffin, and I was the guy sent to investigate them. The boy's name is Lucius. Und für YouTube herzlich willkommen zu Lucius 2, The Prophecy oder Die Prophezeiung. Ich schaue erst einmal hier, welche Sprache. Hier sonst passt das auch alles eigentlich. Ist aber auch sehr, sehr klein. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ist auch sehr klein. Hier, auf Deutsch bitte. Ja. So, Lucius 2, The Prophecy, ist die Fortsetzung vom Lucius 1 halt, wo wir 20 Morde begangen hatten, die auf jemand anderes Konto immer wieder gingen. Wo wir unsere ganze Familie abgemurkst haben und jetzt sind wir hier. Soweit ich weiß, glaube ich, in der Irrenanstalt. Und ich würde direkt ein neues Spiel starten. So, ich hoffe, die Lautstärke passt. Ansonsten... Freddy, falls du noch da bist, kannst du einmal die angepinnte Nachricht entfernen? Warum noch nicht mehr? Danke dir, Freddy. Das sind Lucius. Das sind wir wieder mal. Willkommen in der Einführung. Du kannst im Spiel jederzeit Q drücken, um diese Informationen erneut anzuzeigen. Drücke Space, um vorzugehen. 1-1 Gegenstände. Wir beginnen mit Gegenständen. Hier sind zwei Gegenstände für dich. Du kannst auf sie zeigen und sie inspizieren. Beide können genommen werden. Zeige auf einen Gegenstand und drücke E, um ihn zu nehmen. Ach hier, die Dinger. Excellent, excellent. Mit G packst du etwas ein. Und... Donuts. Öffne und schließe das Inventar mit der Taste I. Oh, very good. Wow. Das ist doch ein Kind in der Hölle. Und direkt mit der Einführung anzufangen, ist doch eher was für weltliche Pfarrer. Ja. Hier kannst du Items untersuchen, kombinieren und ausrüsten. Versuche diese beiden Items zu kombinieren. Okay. Kombinieren. Ah, so vergiften wir die Donuts.
Nimm den Donut und die Pillen und strecke sie weg. Auf Gegenstände zu zeigen, zeigt dir ihre Eigenschaften. Gelbe Markierungen zeigen, was du mit dem Gegenstand tun kannst. Du kannst Gegenstände nutzen, die die Eigenschaft verwendbar haben. Verwenden. Alles klar, Freddy. Viel Spaß unter der Dusche. Ich würde auch gerne jetzt duschen gehen. Bei der Hitze. Dann bis gleich. Elektrisierbar bedeutet, dass du es mit Strom aktivieren kannst. Du kannst den Gegenstand auch verwenden, indem du etwas dagegen wirfst. Ah, my boy. Such prodigious results. I am thoroughly impressed with you. So, was haben wir hier? Konzentrierungsdruck. Werfe ich das? Weit weg. Wie werfe ich das? Ah, okay. Stecke ich wieder ein. Alle zerstörbaren Gegenstände können mit einem Werkzeug zerstört werden. Insbesondere Gegenstände mit der Eigenschaft robust. Okay, er ist verschlossen. Was habe ich denn? Ah, hier. Zerstör. Manche Gegenstände können zerstört werden, indem wir was dagegen werfen. Okay. Wasser leitet Strom und zum Transport von Elektrizität verwendet werden, versucht den Schalter mit Wasser zu aktivieren. Alle Flüssigkeiten werden zum Transport verwendet. Du kannst Flüssigkeiten aus einem Kanister schütten, indem du die M1-Taste drückst, also Maustaste 1. Menschen werden durch Stromflüsse sterben. Entflammbare Sachen in Flammen aufgehen. So. Lebensadern werden in dein Leben wiederherstellen. Das sind Lebensadern. Okay. Einführung 4. Fertigkeiten. Erfahrung bringt dir die Fertigkeitspunkte. Sammle den Levelaufstieg ein. Das werde ich noch rausschneiden, wie ich dir viel Spaß unter der Dusche wünsche. Okay, du kannst das Fertigkeitenfenster öffnen, indem du C drückst. Ah, okay, das sind meine Fertigkeiten. 12, 18, 24? Versuche, eine Fertigkeit auf einen Gegenstand anzuwenden. Ist zu weit weg. Ah, okay. Vergiss nicht, dass du durch das Bewegen des Gegenstandes Mana verlieren kannst. Drücke G, um die Kanalisation deiner Magie zu beenden. Ja. Öffne die Karte mit der Taste M. Okay. Ja. Einige Gegenstände sind als unwiderstehlich markiert. Das heißt, dass Feinde sich dafür interessieren werden und sie aufheben. Suche diese Donuts zu ihm zu werfen. Donuts? Ah, die wir vergiftet haben. Ne? Jack the Tutorial Ross. Thank you.
Alle Gegenstände, die er aufnimmt, landen in seinem Inventar, aber zuerst wird er sie ausprobieren. Versuche die Donut zu vergiften und sie Jack zu geben. In die Hand nehmen. Dann isst die vergifteten Donuts. Mord. Mehr knapp plus 18. Ausgezeichnet, du hast die Einführung abgeschlossen. The whole house burned down to the ground, and we couldn't save them all. I managed to get the boy out, and at that time I was convinced it was his father Charles who was behind the murders. In these situations, the procedure was to take the boy to psychiatric evaluation, so I headed to St. Benedict's Hospital, the very same hospital he was born in. It was only fitting to visit it once more. He was sitting quietly in the back seat, staring at me through the mirror. When we arrived just before the nurses came to get him, he leaned forward and whispered something into my ear. The hair on the back of my neck stood up as I was overwhelmed with emotion. The whispers kept running through my head that this was no ordinary kid at all. As I returned to my apartment, I started to put the pieces together. They were all pointing at the boy. How could I not see this before? Was Charles right all along? Was I actually helping the devil's son? Yes, you finally understand your place in all this. You're him, aren't you? Come now. You have been able to sense it all along. Deep inside you, there's been something telling you to do the right thing. But I'm Catholic? Yes. So am I. We're all just part of his plans. My job is to make things slightly more interesting. And me, I'm also just a part of the plans. You have done what you are supposed to do, and you are going to do a lot more. We're only getting started here. And look at it this way. You are just serving the Lord in the end. He is the one who actually devised the upcoming rapture. I'm just putting my little twist on the whole thing. We are all just fulfilling his wishes here. So, just relax and listen to what I have come up with for the boy now. I was conflicted, but eventually I had to give in. All along I've been a servant to the cause. I was meant to travel this world as a servant of Lucifer. Das sieht ein bisschen falsch aus. Protect his son. Lucifer had a plan that would bring everything together, and it was my job to see after Lucius. He'll have to look for the answers to this little game that's been created for him. The Dark Lord has taken his powers away and leveled the playing field. It will not be an easy task for the boy, but it's all necessary sacrifice that will, in the end, pan out the way it was supposed to. They evaluated the boy and committed him. He had lost his abilities to influence anyone. Thoughts of abandonment were filling his head. His thirst for blood was gone along with the rewards he'd already been given. It took 6 months until the boy was woken again. No blood was spilled. Someone up there was happy. It finally happened when they brought two new patients in. They were both rambling about a prophecy, and to make things more interesting, the other one was a woman of the cloth. Immediately, Lucius realized that there was more that he had to do, so in the blink of an eye, he attacked them. There was a fire inside him again. He was not forsaken. He felt useful again. However, the employees managed to put him down. He was drugged, dragged to shock therapy,
boy had gathered a following throughout the hospital. Some of the patients naturally looked after the boy, but not these employees. They shackled him, imprisoned the prince. They laid him down on the bed ready to be shocked. But what they did not know, and what they could not guess, is the answer to a question. What happens when you shock the devil's son? Okay. Eine Schreiber Games Production. Powered by Unity. Oh, sieht das schon herrlich aus. Freddy, ich habe keinen Plan, was du wolltest. Lucius 2, die Prophezeiung. Aber so wie ich mit verstanden habe, wir sind jetzt in der Irrenanstalt. Wir waren der Dings verwenden. So, kann ich jetzt einfach da dran? Kann ich einfach an den Schlüssel? Leiche verändern. So. Ist er mit Controller auch steuerbar? Ja, tatsächlich. Wenigstens hat er den Anruf angenommen. So. In... Wie kann ich das ins Inventar jetzt packen? Mit Controller? Ah, so, okay. So, aufschließen. Na, ich glaube, ich spiele lieber doch mit Maus und Tastatur. Anstatt mit Controller. Was ist das? Wackelteufel, verwendbar. 5 Erfahrungspunkte. Religiöse Gegenstände kennen wir ja. Religiöse. Ah, versuch ihn zu drehen, ohne ihn zu berühren. Mache ich das? In die Hand nehmen. Ah. Gesperrter Bereich. Okay, da ist unser erstes Ziel. Wir müssen hier jetzt ausbrechen. Ob ich jetzt noch zu Projektarbeiten komme? In meiner jetzigen Situation. Geht. Ah, sagen wir mal so. Okay, der hat uns gesehen. Haben wir hier? Ah.
Ah, okay. Vergifte den Kaffee, setze den Wasserhahn unter Strom, zerstöre den Deckenventilator. Ich habe mehrere Möglichkeiten, ihn umzulegen. Warte mal, hab ich Gift? Warte mal. Alles klar, Freddy. Dann jetzt ab unter die Dusche mit dir. Ah, geil. Unser erster Mord. Richtiger Mord. Ah, ich kann ihn hier ziehen. Wieder aus. So, rein mit der Leiche. Nehme ich mal mit. Vorsichtshalber nehme ich mal alles mit. Wer weiß, ob wir das gebraucht können. Okay. The boy managed to break the shackles. Blood was spilled, and he could feel how the souls were powering him. So, erstmal alles. First thing he did after alles aktiviert, was auch immer das war. The other wings of the Metal Ward. This would allow Lucius to freely roam around, wreaking havoc. So, was ist das hier? Nehmen. Ah! The straitjacket he had on with all the blood on it would attract way too much attention. Luckily, his old suit was still there. The time had come once again to put it on. Was hab ich da gehört? Ich hab alle Irren rausgelassen, ja! Verwenden. Was ist eigentlich das Ziel? James Wilson. Mans Ward. Hier dürfen jetzt nur. And she told me that I was the problem. Women. Can't live with them. Can't kill them. Hey, why is the space between a woman's breasts and her hips called a waist? Because you could easily fit another pair of tits in there. Wow. A good one, Sam. Hey, I got one. But what do you get when you put a menstruating maid into a senator's mansion? What? A bloodbath. Jesus Christ. Oh! Wir haben einen Doppelmord begangen. Und noch mehr Schlüssel. Oh, so lobt sich das. Und noch eine Teufelsfigur. So. Männerstation, Kinderstation.
Rezeption, Isolation, Frauenstation. Da kann... beenden. Müssen wir hier jeden töten? Ich glaube, wir müssen jeden töten, den wir hier finden. Die Frage ist nur, wie? Ach, hier sind wir wieder. Okay. Was haben wir hier? Noch mehr Irre. Was ist mit dem? Was brüllt er da? Verrückt. Der zählt als verrückt. Okay. So, Darmklo? Und da ist das Herrenklo. Chosen Ward. Noch habe ich keinen Plan, was ich machen muss. Außer töten. Hier ist Wartezimmer. Okay, da gehe ich jetzt noch nicht hin. So, mal schauen. I must be losing my mind. Okay, was ist mit dem? Und hier kamen wir ja und haben die beiden... Alter, wie sieht der denn aus? Achso, ich müsste vielleicht mal meine Cam woanders hinpacken. Warte mal. Und die Aufnahme läuft wieder weiter. So, ich habe mal meine Cam woanders hingepackt. Da könnt ihr auch die Map richtig sehen. So, hier ist gesperrter Bereich. Zerstörbar. Was haben wir hier? Was ist das? Entzündliche Dose. Nehmen wir mal in die Hand. Aston Mitchell. The hell was that? So, das verschlossen. Okay, da kommen wir nicht rein. Wir brauchen noch einen Schlüssel. Nehmen.
Ding nehmen wir auch mal mit. Ich habe jetzt gerade noch keinen Plan, was ich machen soll. Da kommen wir nicht rein. Da kommen wir nicht rein. So. Ach, wir kommen gerade aus der Frauenstation. Okay. Hier ist die Frauenstation. Gesperrter Bereich. Das nehmen wir mit. Kann ich damit irgendwas kaputt machen? Nee. Sprich mit dem Mann. Mit welchem Mann? Mit ihm? Okay, da geht's zur Kinderabteilung. Mit dem Mann? Nee. Er ist nicht der Mann, mit dem wir reden müssen. Mit welchem Mann müssen wir denn reden? Mit ihm? Sperrter Bereich? Finde den Raum der Nonne, ist auch noch die Aufgabe. Finde deinen Jünger. Wer ist mein Jünger? Fertigkeiten einsetzen, wird beim Gegenstand durch einen Lüftungsschacht, wird er auf der anderen Seite herauskommen. Oh, Feuerzeug. Das ist schon mal nice. Liegt hier vielleicht noch irgendwie was rum? Ich nehme mal alles mit, was wir hier finden. Sie werden brennen, steht da. Ich nehme hier jetzt random alles mit, aber ich habe keine Ahnung, was ich hier brauche. Aha. Das hier ist auch zerstörbar. Freddy, bist du wieder da? Du hast aber schnell geduscht. Wirf die Dose, um die Klappe zu zerstören. Ja, und jetzt? Hä? Wo rennt er denn hin? Also du hast die vorhin wieder von x Sachen ablenken lassen. Ja gut. Aber ich habe jetzt hier Kippen hingeworfen.
reagiert er nicht drauf? Oder sind die Kippen ihm egal? Was habe ich hier noch? Was ist das? Feuerzeug. Ob ich die nicht selber rauchen kann? Ich weiß nicht. Jetzt frisst er Donuts. Ah, okay. Nice, der nächste Mord. Und die nächsten Schlüssel. Okay, das, was auch immer das war, war ihm egal. Einer der Kinder hat sich erhungen. Nice. Bis jetzt wirklich sehr Donutland. Ich glaube, das ist einer unserer Anhänger. On the floor there was a note that said, "Forgive me, I've chosen wrong." What did it mean? Chosen the wrong god or the wrong son? Einer, ja. Erstmal schaukeln, ne? Du kannst Werkzeug nutzen, um Gegenstände zu zerstören. Ui, Werkzeug. Okay, jetzt haben wir die kaputt gemacht. Ich steck die mal vorsichtshalber alle ein. Okay, das Klo ist unisex. Wir müssen aber noch mehr Leute hier töten. Ja, wenn es keinen Indoor-Spielplatz gibt, dann muss man sich selber irgendwie helfen. Das stimmt. Strange man kept repeating, "All work and no play. Devil all boy. Work and no Ludlow. Play. Who is the dull boy?" Wie muss ich mit dem sprechen? "All work and no play. All work and no play. All work and no play. Who is the dull boy?" Devil boy. The end is coming. "All work and no play. All work and no play. Who is the dull boy?" Ludlow. "The end is not Devil coming. Devil boy Ludlow. It's already here, boy. Yes! The end is not coming. It's already here." Ja, jetzt wo kid. Du sagst, oh, komm ein bisschen drauf hin, ne? Boy. Sieht ein bisschen wirklich aus wie Robin Williams. Hier Isaac, we did it. Oh, Ludlow. Devil boy. Ludlow did Ludlow, Devil boy. Devil boy?
boy. Ludlow. Ludlow. Okay, ich heiße Ludlow und nicht Lucius, okay. So, wir duschen einmal. So, hier, finde den Raum der Nonne. Die ist wahrscheinlich... Ah, okay, der Weg wird sogar markiert auf einmal. Warte mal, hier. Okay. Wahrscheinlich in die Frauenabteilung. Okay, die Frames brechen ein bisschen ab. Okay, da müssen wir rein. Aber wer hat den Schlüssel? Die Leistung ist ja. Ludlow ist die Stadt, in der ich lebe? Okay. Never turn off. The red light is on now. Notiz hatte, wir sollten nie ausschalten bei Rotlicht. Zerstörbar. Ah, ne, nicht die Schlüssel. Nehmen wir das. Okay. Die sorgen hier für Chaos. Wie kann ich ihn töten? Oh, wir haben die Chance verpasst mit ihm. Der hat einen Schlüssel, den ich brauche. Was ist das hier? Pillen. Tödliche Pillen. Donuts. Wo sind die tödlichen Donuts jetzt? Vergiftete Donuts. Achso. In die Hand nehmen. Ja, Freddy, das... I must be losing my mind. Das hat es so an sich, wenn man in einer Irrenanstalt ist und viele Leute schon befreit hat. Nimm die giftigen Donuts. Okay, die Rutschpartie gerade. Wie ist er jetzt gestorben?
Ach, er hat die Donuts gegessen. Okay. So, Raum der Nonne. She was not there. It seemed she'd been taken to the fourth floor, probably for a checkup after the boys' attack. In die Hand nehmen. So. Verlasse die Etage. Achso, wir befreien nur die Irren und töten die nicht. Warte mal, wo muss sie lang? Level abgeschlossen. Kapitel 1, Level 1. Saga Thanas. Okay. Lucius had to visit each floor, one by one. The answers were there, but for now, he only had questions. Why did one of his followers decide to kill himself without the boy's blessing? Why was everyone talking about this small town called Ludlow? What happened there? Had the prophecy begun without him? The fourth floor had a library on it, newspapers describing better the events in Ludlow. The boy also had more followers on this floor and would soon be calling on them for answers. Freddy, das hier ist RTL 3. Deswegen sterben hier alle an Donuts. So, wir sind jetzt in der nächsten Etage. So, Arztbüros, Pausenraum, Säuglingsstation. Ich hab Fragen. Pausenräume, warum? Ich hoffe, wir dürfen, wir töten jetzt keine Säuglinge. Level 2. Mehr Nonne als Wonne. Was habe ich noch im Inventar? Ich habe noch alles im Inventar. Okay, nice. Schon sagen, was war das denn jetzt gerade? So, hier haben wir jetzt gerade erstmal Jünger. Hier ist alles zu. Oh, hi! Ich weiß nicht, ob ich daran spielen durfte, aber das sah lustig aus. Ein Sandwich-Automat. Hier ist zu. So, in die Hand nehmen.
wollte das werfen und... Brennt das? Narkosegerät? Hello, Mr. Harris. It's time for your yum-yum. It's time for your yum-yum. Wir töten einfach alles. Warte mal. Konservierungsdose. Hierher. Warum geht er nicht hier hin? Habe ich noch Donuts? Hier, kippen. Willst du nicht rauchen? Soll gut für die Lungen sein. Oh, noch ein Teufel. Da haben wir schon mal den ersten Schlüssel für diese Etage. Schwester Marie. Verwenden A? Nee, E. In die Hand nehmen. Hä? Ah, okay. Ich bin da nicht in der Lage, irgendwas in der Hand zu halten. Du magst so, okay. Warte mal, stumm. Schwester Marie, wie töte ich sie? Hab ich irgendwas? Also das derzeit auch okay. Wasserkanister. Entzündliche Dose. Ich hab doch auch Feuerzeug. So kann... Okay, ich brauche mein Feuerzeug wieder. So. Habe ich das Feuerzeug wieder mitgenommen? Nee. Mann!